Hey und herzlich willkommen zurück zu Part 44 von Let's Play The Sims 3 Lebensfreude. Wir sind hier zurück bei Familie Harris und wir starten in diesem wundervollen, besonderen Tag damit, dass Abby gerade Frühstück vorbereitet. Und ich sage, dass heute ein wunderbarer, besonderer Tag ist. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Weil heute ist ja der Mußetag und wir haben ja im letzten Part gesagt, also ich habe im letzten Part gesagt, dass sich das ja perfekt eignen würde, um die Hochzeit stattfinden zu lassen. Und genau das wird heute auch passieren. Ich habe ein wunderschönes Grundstück gedownloadet, weil diesmal dachte ich mir, baue ich mal keins, weil ich habe das, eigentlich war das Zufall, ich habe das bei Sims Resource gesehen, dachte mir, oh mein Gott, das ist perfekt. Hab mir das runtergeladen, ich sag's euch, ihr werdet es auch wunderschön finden, ich zeig's euch auch gleich. Auf jeden Fall ist dann heute Tag der Hochzeit, weil heute Mußetag ist und ich hoffe, dass es ein wunderschöner Tag wird, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, ich dachte mir, ich beginne den Tag damit, dass Abby jetzt mal Frühstück für alle macht. Sie macht Pfannkuchen, ich hoffe, dass die diesmal gelingen. Ich meine, sie ist jetzt Level 2 im Kochen, fast 3, da sollten die eigentlich langsam mal funktionieren. Der Rest der Mannschaft ist ja fast wach, Ryan schläft noch. Aber Riley und Ruby sind wach. Ach ja, dann können wir direkt mal damit beginnen, dass wir unserem kleinen Chinchilla hier einen Namen geben. Ihr habt mir wieder fleißig Kommentare in die Namen in die Kommentare geschrieben. Ich habe mich mega gefreut und es ist mir so schwer gefallen, weil so viele coole Namen dabei waren. Letztendlich habe ich mich aber für einen Namen entschieden, der sehr so unisex ist, weil ich ja nicht weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Deshalb ja, habe ich mich für den Namen Trommelwirbel Muffin entschieden, weil ich finde, das ist einfach so ein niedlicher Name und ich finde, das passt irgendwie zum Chinchilla, weil die sind so klein und rund und fluffig und keine Ahnung, irgendwie hat mich das auch an Muffin erinnert. Und der Name kam von Daria Maus, sie hat auch noch andere Namen geschrieben, aber ich fand Muffin einfach am allercoolsten und wirklich, Leute, seid nicht traurig, dass ich euren nicht benutzt habe, weil es waren so viele coole Namen dabei und ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Aber Muffin finde ich ist ein richtig cooler Name und ich hoffe, euch gefällt er auch. Und Riley hat ja hier noch gar nicht mit ihrem Muffin interagiert, deswegen kann sie jetzt direkt mal hier das Futter nachfüllen und ihn vielleicht ein bisschen beobachten. Einfach mal ein bisschen fröhlich mit dem neuen Haustier sein. Und oh, guck mal, Muffin schläft auch wie süß, mit offenen Augen. Okay. Ja, dann geht's weiter mit Ruby. Was hat die gute Ruby denn heute mal zu tun? Okay, sie sollte auf jeden Fall sich hier erstmal fertig machen. Was machst du? Gehst du jetzt hier einfach auf den Balkon und chillst eine Runde? Ich meine, kannst du machen. Ich möchte, dass Abby sich festlich auf die Hochzeit vorbereitet, indem sie gleich noch in das Wellness, also ins Spa geht. Ich finde, das ist einfach immer eine coole Sache an dem Hochzeitstag. Und ja, deshalb werden wir das dann gleich auch machen. Wo ist Levi? Levi? Ach, da bist du ja. Ich habe heute wieder so viel zu erzählen. Das ist schon wieder fast unmenschlich. Wieso hat er denn keinen Hunger? Wir haben doch früh. Was machst du da, Kitty? Du kannst doch zu Kitty gehen. Gib ihr mal ein Leckerchen. Was machst du? ja, auf jeden Fall lassen wir Abby jetzt mal kurz hier. Ach, sie ist schon fertig. Super, dann können wir jetzt alle zum Essen rufen. Ja, iss halt jetzt den Teller, den du da in der Hand hast. Iss diesen Teller. Iss die. Abby! Komm her. Du isst jetzt diesen Apfelpfannkuchen. Komm zurück. Komm zurück. So, und wir haben wieder ganz viel vergammeltes Essen im Kühlschrank. Das müssen wir dann auch noch gleich entfernen. Ich habe nämlich mich ein bisschen organisiert. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, was ich immer in diesem Part machen möchte, beziehungsweise was ihr mir alles in die Kommentare geschrieben habt, was ich cool fand. Und das werde ich dann versuchen, die ganze Zeit umzusetzen. Ich habe mir auf jeden Fall auch noch aufgeschrieben, dass ihr euch ziemlich einstimmig gewünscht habt, dass Ryan mit, dass Levi mit Lovin zusammenbleibt, weil ihr einfach findet, dass sie so ein besonderer Charakter ist. Und da habt ihr auch absolut recht. Und ja, deshalb wird sie auch erstmal, also wird es dann auch erstmal dabei bleiben, dass die beiden zusammen waren. Auf jeden Fall haben alle dann geschrieben, dass es doch voll cool wäre, wenn Riley sich dann für Mia interessieren würde, weil ich ja gesagt habe, dass ich sie auf jeden Fall in der Familie haben möchte. Und ja, wir hatten ja schon mal die ganze Zeit überlegt, ob Riley nicht vielleicht lesbisch werden sollte. Und da sie ja auch das Merkmal bindungsphobisch hatte und das ganze Drama damals in ihrer Kindheit mitbekommen hat, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir diesen Weg dann gehen. Das passt, finde ich, irgendwie zum Let's Play. Und ja, deswegen werden wir diesen Weg dann wahrscheinlich auch einschlagen. Ich weiß, sie hat auch noch ihren imaginären Freund, aber irgendwie finde ich das cooler. Und sie pinkelt sich gleich in die Buchs. Vielleicht solltest du dann mal hier auf die Toilette gehen. So, Abby, du lässt jetzt alles stehen und liegen. Leg es einfach weg und bewegst dich dann direkt mal zum Spa. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ist das hier drüben?
Und Ryan kann sich dann um die Hochzeitsplanung kümmern. Also er kann dann schon mal auf dem Dings anrufen, auf diesem Grundstück. Ah, hier ist es. Wellness Center, was geben wir ihr denn mal? Eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn sie schon mal eine Bräunung hätte. Oh, wir müssen noch die Hochzeitsoutfit gestalten. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Hochzeitsoutfit? Oh, wow. Oh, das wäre eigentlich auch voll cool für sie, ne? So ein Teilzeitjob als Wellness-Spezialist und als Rezeptionistin. Wäre eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, wir lassen ihr erstmal eine Mani und eine Pedi geben. Und wenn dann noch Zeit ist, dann kann sie sich danach noch eine Bräunung aufsprühen lassen. Ich weiß noch nicht, ob das so cool aussieht mit dem Hochzeitskleid, aber eigentlich ja schon, ne? So, dann haben wir sie jetzt auch schon mal hier unter der Haube. Naja, fast. Eigentlich wollte ich in dieser Nacht jetzt auch schon das neue Baby von Zoe und Cosmo machen, aber dann wollte ich doch nicht den Haushalt wechseln, weil Ryan wünscht sich ja zu heiraten und Abby zu heiraten und das gibt ziemlich viele Lebenspunkte. Und wenn ich den aktiven Haushalt wechsle, dann gehen die Wünsche weg. Und deswegen habe ich das jetzt diese Nacht noch nicht gemacht. Aber das werden wir auf jeden Fall dann auch noch machen, weil die sollen auch noch ein Kind bekommen. Und jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass wir das neue Baby dann ja einfach in der Hochzeitsnacht jetzt machen können. Und das ist eine super gute Idee, weil es kommt dann in 3 Tagen. Okay, Mike wird in 4 Tagen zu einem Kind. Aber das kommt ja alles noch hin. Was macht ihr hier? Ruby versucht alleine auf Toilette zu gehen und ihr rennt einfach alle rein. Seid ihr wie bescheuert? Bitten Zimmer zu verlassen. Ja, ist ja schon von alleine gegangen. Okay, Ruby, Riley wollte ich sagen. Ach ja, du musst ja pinkeln. ja, das ist ein bisschen schwierig, weil deine Familie meint, sie müssen sich gerade alle hier im Bad aufhalten. Was haben die denn hier alle nochmal für... Warum geht die Alterung schon wieder nicht? Oh, stresst mich so für... Abendkleidung, wollte ich sagen. Warum funktioniert das schon wieder nicht? Was soll das? Ach Mann, das nervt so. An 29 Tagen wird Abby zum alten Sack und er wird in 24 Tagen. Warum hat er jetzt nicht angerufen? Sind die irgendwie alle bescheuert? Jetzt hat Riley sich eingepinkelt. Mann, wir wollen auswärts eine Party veranstalten. Tu es jetzt. So, ja, ihr geht jetzt bitte alle aus dem Bad. Oder warte, Riley kann auch oben sich duschen gehen. Wenn die alle jetzt meinen... Ups. Okay, wo habe ich das nochmal platziert? Hier habe ich es platziert. Oh mein Gott, das ist so cool. Und wir wollen... Oh, ich dachte gerade schon, das kostet 12.000. Wir wollen exklusiven Zutritt, weil wir wollen ja nicht, dass dann einfach fremde Leute dort auftauchen. So, jetzt schauen wir mal, wen wir hier alles einladen können. Wir wollen eine Hochzeitsparty. Und sie soll um... Sagen wir mal, 14 Uhr beginnen, dann kommen die um 13 Uhr. Ja, ja, okay, das ist super. Ungezwungene Kleidung. Ach ne, Quatsch. Formelle Kleidung. Und ja, jetzt scrollen wir erstmal hier wieder ganz runter zu Harris. Hier, die ganze Familie muss natürlich wieder am Start sein. Ich hoffe, dass die heute wenigstens mal alle dran teilnehmen werden. Das wäre wirklich sehr schön. Elias wird teilnehmen. Elissa nicht, dafür bin ich noch nicht bereit. Hayley wird auf jeden Fall teilnehmen, Ivy auch, Jason, es werden eh wieder nicht alle kommen. Ich weiß immer noch nicht, was mit Jack ist, ne? Wo der hier abgeblieben ist. Er ist einfach nicht hier in den Dings. Warum muss ich Pippi einladen? Nee. Rose wird teilnehmen, Timmy wird teilnehmen und Zoe wird teilnehmen. Dann gehen wir weiter zur Familie Mason, die werden nämlich auch auf jeden Fall teilnehmen. Okay, seht ihr hier schon Mia? Wir werden die dann einladen wegen Karen, weil die sich ja eigentlich auch ganz gut mit Karen verstanden haben. Und Ryan ahnt ja noch nicht, dass die Kinder mit den Kindern anbändeln, ne? Siehe, den laden wir definitiv nicht ein. Können wir noch irgendwen einladen? Okay, hier sind Mitarbeiter. Sind das Mitarbeiter von Ryan? Ja. Guck mal, können wir hier Jonas einladen? Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das sind schon ziemlich viele Gäste. Ich habe gar nicht so viele Stühle, glaube ich. Ich meine, das besteht wieder nur aus unserer Familie, aber wir haben ja auch nicht wirklich Freunde außerhalb unserer Familie, oder? Fällt gerade auch nicht wirklich sowas ein. Brauchen wir noch irgendwelche Teenager, die wir so... Also irgendwelche Freunde von den Kids? Aber ich glaube nicht, oder? Ach, Lovelin! Oh Gott, die hätte ich fast vergessen. Und dann können wir eigentlich auch mal die Eltern von Lovelin einladen. Dann, oh, sollen wir jetzt noch nicht die Geschwister auch noch einladen? Dann können die nämlich auch mal die Eltern von Lovelin kennenlernen. Ich meine, es passt ja auch noch, oder? Passen die noch rein? Ja, guck mal.
Haben wir die jetzt auch noch alle eingeladen, haben wir auf jeden Fall eine riesengroße Party. Und das wird auf jeden Fall, Heidewitzka, Herr Kapitän, sehr voll. Ich bin am Überlegen, ob 14 Uhr gut ist, weil die ja dann, wie gesagt, um 13 Uhr auftauchen. Das ist schon in 2,5 Stunden. Das ist ganz schön knapp. Aber wenn ich um 15 Uhr anfange, dann. Na komm, machen wir 15 Uhr draus. Okay. Wir sind bereit. Oh mein Gott. Die Hochzeit beginnt um 15 Uhr. Du solltest ein paar Vorbereitungen für die Hochzeit treffen. Kauf und platziere zum Beispiel einen Hochzeitsbogen und richte Sitzmöglichkeiten für die Gäste ein. Ein Buffettisch wäre auch nicht schlecht. Okay, das haben wir alle schon erledigt. Wir müssen nur noch einen Kuchen kaufen. Den habe ich nämlich noch nicht gekauft. Ja, Ryan wird hier direkt mal von Lovelands Schwester oder was sie auch immer ist, angeflirtet. Das ist auf jeden Fall super. Warum leckt mein Spiel hier von den Eltern? Hallo! Levi wurde gerade von mir angeflirtet. Naja, das haben wir ja jetzt geklärt. Das wird dann ja nicht stattfinden, obwohl das jetzt sehr gut in die Story gepasst hätte. Okay, wer ist denn einigermaßen fertig? Niemand. Niemand ist einigermaßen fertig. Levi, bist du bereit? Nein, er muss auf die Toilette. Weil irgendwer muss sich um den Kuchen kümmern. Irgendwer muss sich gleich um den Kuchen kümmern. Ja, Ryan, ich weiß, du wirst gerade angeflirtet, aber du gehst jetzt erstmal hier oben an den. Was? Haushaltshilfe? Du gehst jetzt erstmal hier dein Outfit planen, weil wir brauchen ein richtig schönes Outfit für deine Hochzeit. Ach, Mikey ist auch wach, das ist auch sehr schön. Und Abby ist immer noch. Ach, sie ist noch dort und lässt sich verwöhnen. Wer bist du? Junge, nein, du gehst nicht bei uns. Nein, du gehst nicht bei uns in den Pool. Oh, guck mal, Hochzeitstag, wie schön. Levi ist bereit. Ruby, dann geh du einfach mal hier oben in Levis Bad, wenn er unten jetzt ist. Und kannst hier duschen gehen. Erstelle ein Haushalt wird geöffnet. Ich bin wirklich, ich weiß gar nicht, was er für eine Abendkleidung hat. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Soll ja schon was Besonderes sein. Ich denke mal, er hat den normalen Anzug, oder? Show it to me. Aber wir wollten ihn ja generell mal umstylen, ne? Okay, ich glaube, das können wir so lassen, weil es sieht verdammt gut aus. Heidewitzka, Ryan, du geile Sau. Okay, dann müssen wir hier gar nichts dran machen, oder? Sollen wir ihm Verlobungsring an den Finger stecken? Oder schon Ehering? Ich meine, das steht ja dann so symbolisch. Ich glaube, das machen wir einfach. Gibt es einen für Männer? Ja, guck mal hier. Der ist doch super. Guck mal, das sieht doch voll schön aus. Gut, dann haben wir ihm jetzt nur noch einen Ring gegeben. Das gefällt mir aber gut so. Dann muss Abby gleich auch noch schnell nach Hause kommen und sich ihr Hochzeitskleid planen, nachdem sie dann die Bräunung aufgesprüht bekommen hat. Und die Kids sehen hoffentlich auch annehmbar aus, hoffe ich. Aber ich bin ja eigentlich Profi im Umstyle, ne? Nein, Spaß. So, boah, es ist echt schwer, hier gerade alles zu koordinieren. Ryan hat ja jetzt eigentlich ein bisschen Zeit. Dann könnte er sich ja jetzt um den Kuchen kümmern. Dann fährt er jetzt hier zu dem Supermarkt. Oh, wir können unser Obst und Gemüse verkaufen. Warum haben wir so viel Obst und Gemüse im Inventar? Naja, warte mal, das gucke ich mir jetzt mal hier an. Aha. Warum? Hat er die Gartenarbeitsfähigkeit erforscht irgendwann? Nee, ne? Naja, egal. Okay. Wieso, die Kids sind alle am Duschen. Guck mal, alle sind wirklich in der Dusche. Und irgendwer muss dann gleich auch mal den kleinen Mikey rausholen. Wer ist dann am fertigsten? Ruby. Dann holt sie sich. Oh, sie ist noch voll müde. Warum ist sie so müde? Dann geht Ruby jetzt gleich noch eine Runde schlafen, weil das ist mir zu riskant. Dann wird sie die ganze Zeit rummeckern. Darauf habe ich keine Lust. Dann wird Levi sich hier gleich um den kleinen Mike kümmern. Er ist auch müde. Warum sind die alle müde? Dann gehen wir alle nochmal Nickerchen machen. Das ist mir zu heikel. Wenn die dann da alle rumschreien, ich bin müde. Die zwei sind wenigstens ausgeschlafen und das ist die Hauptsache. So, du gehst jetzt da gerade duschen. Danach kannst du auf Toilette gehen. Und guck mal, sie ist auch schon fertig. Dann kann sie jetzt nach Hause kommen. Dann hat sie jetzt eine wunderschöne Bräunung aufgesprüht bekommen. So, wir wollen. Hör auf zu singen, Ruby! Okay, wir müssen einfach gerade damit umgehen. Hier ist die Hochzeitstorte. Ruby, halt die Schniss. Wir brauchen die Hochzeit. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, oder? Ah, oh, wir könnten so, Dings, wir könnten. Genau! Wie heißt das denn? Feuerwerkskörper kaufen. Sollen wir es einfach machen? Guck mal, wir kaufen einfach hier so ein Vielfaltpaket. Hoffentlich denke ich daran. Ich vergesse das jedes Mal. Ich habe das schon öfters gemacht.
Aber ich habe es jedes Mal vergessen. Ryan Harris ist zum Einkaufen gegangen. Sehr schön. Wow, ich sehe fantastisch aus. Ich könnte mich den ganzen Tag lang im Spiegel betrachten. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es ja auch hätte schief gehen können. Manchmal haben die dann nur die Hälfte gebräut oder so. Oh mein Gott, das wäre so schrecklich gewesen an ihrem Hochzeitstag. Okay. Sie kommt dann jetzt nach Hause. Er geht jetzt noch eine Runde pennen. Ja, aber ihr geht's noch gerade eben. Oh, sie freut sich schon auf Nate. Heißt der Nate? Ja, ne? Oder Noah? Wie heißt der nochmal? Nee, mit Nate. Okay. Levi kümmert sich um... Ach nee, er kümmert sich ja nicht um Mike, sondern Ruby sollte sich dann um Mike kümmern, nachdem sie dann fertig geduscht hat. Dann kann sie ihn einfach mal rausholen, kann ein bisschen mit ihm kuscheln, ihn ein bisschen kitzeln, ein bisschen in die Luft werfen und einfach ein bisschen bespaßen. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Hunger, oder? Ja, dann geben wir ihm dann auch was zu essen. Ach, kann er schon aufs Töpfchen gehen? Warte mal. Ja, kann er. Okay, dann kann er gleich alleine aufs Töpfchen. Ach ja, er ist ja noch hier unterwegs. Könnte... Oh nein, was ist los, Kitty? Warum schläft sie denn nicht? Oh, okay, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Ryan kann sich hier schon mal zu dem Grundstück bewegen. Nein, noch nicht dahin gehen. Ich will das jetzt gleich zeigen. Oh Gott, das ist wirklich so schön, Leute. Ihr werdet staunen. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich das gefunden habe. Ich wünschte, ich könnte auch sowas Tolles bauen. Ich meine, ich kann ja auch ganz passabel bauen, aber so toll, nee. Kratz erstmal ein bisschen und danach kannst du dann hier schlafen. Mann, arme Kitty. Wann hat eigentlich Nemo Geburtstag? Das ist doch auch verbuggt. Warum sind da 14 Tage als Kätzchen? Nein, die Stadt bearbeitet mich doof. Was haben die hier, was ist hier eingestellt? Katze. 15 Tage als Kätzchen und der ist ja nicht erst ein Tag auf der Welt. Okay, machen wir mal 7 Tage. 6 Tage, okay. Naja, okay, ich hoffe einfach mal, dass sich das jetzt hier ändert. Du sollst doch schlafen gehen, was machst du denn? Dann schlaf hier drin. Nein, kannst du nicht, dann schlaf hier drauf. Das ist eh süß. Schlaf da, Kitty, geh dahin. Wohin läuft sie jetzt? Was ist denn mit ihr? Warum tut sie das? So, sie kümmern sich hier schön um Mike, das ist doch wundervoll. Und ihr geht's auch ganz gut soweit. Sie hat Spaß mit ihrem kleinen Bruder. Ach, guckt euch das an. Sie freut sich sogar. Ach ja, sie hatte sogar einen Wunsch. Und sie möchte Kitty gerne ein Leckerchen geben. Ah, Kitty rennt hier die ganze Zeit rum. Ich weiß nicht. Was macht sie denn? Ach, guck, möchte sie bei Riley schlafen? Oh! Oh Gott, das ist... Warum zur Hölle schläfst du jetzt nicht einfach hier? Geh ich hier drauf. So, und jetzt schlaf hier. Oh. Oh, Baby. Wie süß. Okay. Ups. Oh nein. Die Party von Ryan geht bald los. Vielleicht solltest du langsam etwas vorbereiten. Ja, ja, ist ja gut. Abby, bist du zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Wo liegt sie? Abby, chillst du deine Base hier draußen oder was? Wir müssen dich fertig machen. Los, Outfit planen. Mann, die hat noch nicht mal ihr Hochzeitskleid ausgelegt. Und er hat Hunger. Oh, Tiger. Hier zu Hause geht alles drunter und drüber. Und Ryan chillt seine Base. Okay, ich würde behaupten, ich jette jetzt mal kurz hier rüber und zeige euch das Gelände, wo wir heute die Hochzeit stattfinden lassen werden. Okay, ich mache es jetzt erstmal nach oben. Das hier ist das Grundstück, was ich platziert habe. Und wer bist du? Wer bist du? Geh weg! Wir haben dich nicht eingeladen! Naja. Das ist auf jeden Fall das Grundstück. Ich finde es wunderschön. Ich habe es jetzt hier am Meer platziert, weil ich finde, das passt irgendwie. Ich zeige euch nämlich gleich auch, warum ich finde, das passt. Und ja, ich finde es, ich bin einfach sprachlos, weil ich es so schön finde. Das ist, glaube ich, von Praline Sims, wenn ich sie richtig ausspreche. Und es ist momentan auch auf der Featured-Seite. Also, bin ich blöd. Wenn ihr auf Sims Resource geht und dann auf Featured Creations für Sims 3, dann seht ihr das sofort. Das erscheint da sofort. Ich finde es so wunderschön. Es ist einfach perfekt für eine Sommerhochzeit. Hier sind so die Buffettische und hier kann man dann sitzen und essen. Hier drauf werde ich gleich den Kuchen stellen. Das kann ich jetzt auch gleich mal machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist. Ups, nein. So, den stellen wir dann dahin. Und ja, hier sind noch so ein paar Wege und sowas. Da kann man aber nicht hin, weil hier ist sowas vor. Hier ist dann, kommt man dann rein, wo dann auch die Trauung stattfinden wird. Also hier sitzen dann die Gäste. Ich sehe gerade, hier habe ich vergessen, noch einen Stuhl zu platzieren, weil
eigentlich war es so, dass da immer nur zwei Stühle standen, aber das reicht ja nicht bei Familie Harris. Deswegen habe ich dann jeweils da drei Stühle hingestellt. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Und hier hinten ist es dann so richtig schön, wie in echt dargestellt, dass dann hier so zwei Sitze sind. Aber das funktioniert ja nicht. Wir brauchen ja diesen Torbogen. Das ist dieser hier. Den habe ich nachträglich platziert, weil irgendwie keiner platziert war. Aber ich finde, er passt super gut da rein. Und hier drüben kann man dann noch, also das hier habe ich die Hecke weggemacht, damit man da durchgehen kann, kann man dann noch hier hingehen zu so einem kleinen Feuer. Das fand ich auch richtig schön. Ja, hier hinten ist dann so ein kleiner Chill-Out-Bereich mit so einer Bar. Vielleicht können wir noch einen Barkeeper beauftragen. Geht das? Ich weiß es gerade nicht. Und hier hinten ist dann nochmal so ein Vorhang mit diesem Ding für kleine Kinder. Und das ist das Gebäude, was zu dem Grundstück gehört. Ich finde das einfach super schön. Ich weiß gerade gar nicht, wo man reinkommt. Ist das hier eine Tür? Nee, ist keine Tür. Kann man da überhaupt reingehen? Ja, Ryan ist ja da drin. Wie ist er da reingekommen? Also, das ist eine ernst gemeinte Frage. Wie zur Hölle? Naja. Okay, ich werde ihn gleich einfach beobachten. Auf jeden Fall ist das hier das Innenleben sozusagen. Hier ist das Frauenklo, hier ist das Männerklo. Hier drüben habe ich so einen kleinen Spielbereich für Kinder eingerichtet, weil da war gar nichts für kleine Kinder. Und wir haben ja unseren Mikey und ich möchte nicht die ganze Zeit auf ihn aufpassen. Deswegen, ja, wenn er müde wird, können wir ihn hier reinsetzen. Dann kann er da schlafen und hier so ein bisschen spielen und so. Und hier ist die Anlage. Ach ja, und das fand ich passte gut zu der See, weil hier so diese Vorhänge, die schwingen so raus. Das ist halt Custom Content. Normalerweise mag ich das ja nicht so, wenn das so steif ist, aber ich finde, das passt einfach so gut, weil hier hinter eben das Meer ist und dann ist es ja immer ein bisschen windiger und dann kommt so der Wind da rein und bläst die Vorhänge nach vorne. Einfach cool. Ja, und hier hinten ist dann nochmal so eine Bücherei oder so, keine Ahnung. Also so Bücher und so ein Chill-Out-Bereich. Und jo, das ist dann soweit das Grundstück. Und ich ich möchte jetzt mal sehen, wie Ryan hier rauskommt. Oh, okay. Erstmal werden wir uns jetzt um das Kleid kümmern. Ich weiß noch gar nicht, was wir hier geben sollen. Ich habe ja eigentlich relativ viele Kleider. Ich hätte nochmal nach neuen gucken wollen. Naja. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Was hat sie nochmal aktuell für ein Kleid? Zeig es mir. Hallo! Oh Mann. Warum habe ich so viel Custom Content, Leute? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe eine Mail. Wer hat mir geschrieben? FC Bayern Fanshop. Hä? Warum ist das denn ja ihre Abkleidung? Was ist das denn? Abby. Das ist nicht schön. Okay, wo sind die ganzen Hochzeitskleider? Okay, hier fängt es an. Das sind die vom Spiel. Die finde ich aber nicht special genug. Ich brauche meine Specially-Special-Kleider. Okay, einmal hätten wir dieses hier. Das finde ich ist so wunderschön. Das ist auf jeden Fall schon mal in der engeren Auswahl. Es sieht wundervoll an ihr aus. Wirklich richtig schön. Okay, oh, das habe ich neu eben runtergeladen. Muss ich mal kurz angucken. Oh, das gefällt mir. Das ist sehr schön. Dann hätte ich dieses noch. Das könnte man auch dann in weiß machen. Warte, das könnte ich mal kurz zeigen, wie das in weiß aussehen würde. Dass man dann vielleicht die Steine oben so ein bisschen grau macht. Nee, das ist bei uns zu unspektakulär. Oh nein, jetzt müssen die ganzen Kleider nochmal laden. Okay, runter. Ich glaube, das hier wird eine mega krasse Überlänge-Folge. Aber ich meine, es ist auch eine besondere Folge, ne? Es ist die Hochzeit von Abby und Ryan. Ja, dann habe ich noch dieses riesige Ballonkleid. Finde ich auch super schön, aber ich finde, das passt irgendwie nicht zu ihr so gut. Gute Deutsch. Das ist auch richtig schön, aber auch wieder dasselbe. Obwohl ich... Na, das ist schon echt... Das ist schon sehr schön, ne? Was ist mit diesem? Wow! Oh Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden. Es ist schrecklich. Ich glaube, das war's an Hochzeitskleidern. Ich glaube, ich nehme tatsächlich dieses hier, weil das ist einfach wunderschön, oder? Oder halt das andere mit den ohne Ärmel. Das war auch so schön. Ich meine, die sind sich sehr ähnlich, ne? Aber ich glaube, ich nehme das mit den Ärmeln. Das ist sehr schön. Muss jetzt ausgerechnet die Musik kommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. So. Ja, dann nehmen wir dieses. Nein, das war halt... Doch, war das... Nee, das war das Richtige. Oh, es ist so wunderschön. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schmuck. Auf jeden Fall ein paar coole Ohrringe. Ich möchte ihre Haare hochstecken, glaube ich. Ich schaue jetzt mal, was wir ihr für eine Frisur für ihr Hochzeitskleid geben. Wimpern hat sie ja schon.
Gut, dann gebe ich ihr so ein paar Steinchen als. Nehmen wir diese Steinchen. Braucht sie eine Kette? Was ist das denn? Das sieht gut aus, oder? Sieht das gut aus? Ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus. Oder lieber in Gold? Oder lieber sowas. Oder sowas. Oh ja, das sieht schön aus. Das sieht sehr hübsch aus. Braucht sie noch so einen Armreif oder so? Ach ja, wir müssen noch den Ehering geben. Braucht sie so einen Armreif? Das ist too much. Nee, das ist too much. Das brauchen wir nicht, aber wir brauchen den Ehering. Wo ist der Ehering? Oh, wow. Wow. Was ein Klunker. Wir nehmen mal den goldenen, weil das ist ja unser Ehering. Ich meine, es sieht eher aus wie ein Verlobungsring, aber wir tun einfach mal so, als wenn es ein Ehering wäre. Oh, jetzt hat sie eine silberne Kette mit einem goldenen Ring. Egal, sieht kein Mensch außer ich. Oh nein, wir können ja hier nicht ihre Haare stylen. Egal. Das machen wir dann am Spiegel. Oh mein Gott, sie ist so schön, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde sie so hübsch. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell zum Spiegel joggen, damit wir ihr noch eine schöne Frisur geben können. Zum Glück ist Ryan noch nicht da, also ist schon an dem Grundstück. Moment, so. Ja, Ryan, du kannst jetzt mal hier die Anlage anschalten und dann kannst du auf... wir schalten auf... Wo ist es? Oh, was ist denn Sender? Aha. Ich möchte auf klassisch. Da, Klassik. Und dann gehen wir jetzt schnell zu Abby nach Hause und lassen sie vor den Spiegel gehen. Wo hast du einen Spiegel? Da ist ein Spiegel. Und änder dein Aussehen. Oh Gott, ich bin so... Nein, stopp. Nein. Wir müssen erst... Zieh dein Outfit wechseln, deine Ankleidung an. Und danach können wir dein Aussehen ändern, weil sonst bringt das ja nichts mit der Frisur, ne? Los, tu es! So, die Kids sind jetzt auch einige... Oh, einige was ausgeschlafen. Es ist so wunderschön, das Kleid. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so sehr. Okay. Beruhig dich, Nina. Beruhig dich. Ich bin aufgeregt, als wäre es meine Hochzeit. Okay. Haare. Ändern. Okay, ich möchte was Hochgestecktes. Sowas? Nee, das sieht viel zu erwachsen aus. Wir wollen... diese Frisur ist ja auch so schön, ne? Aber ich möchte was Hochgestecktes, wie gesagt. Wow, Nina, du bist der Kracher. Sowas? I like it. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal in der engeren Auswahl. Sehr schön. Ich glaube, das hatten wir schon öfters, diese Frisur, als Hochzeitsfrisur. Deswegen würde ich die jetzt nicht unbedingt nehmen. Oh, das sieht aber schön aus, ne? So, geflochtene, gewellte Haare. Auch sehr schön, aber nicht so passend. So eine Haarfarbe. Nee, das ist zu gechillt. Ich habe gar nicht so viele Hochsteckfrisuren, ne? Mit so einem Pony. Oh, ach, sehr süß. Sehr süß, Abby. Sehr süß. Nee, ich glaube... das ist ja auch eine schöne Hochzeitsfrisur, aber das ist auch so casual irgendwie. Das sieht auch sehr schön aus. Nee, das ist zu casual. Wenn wir so eine wilde Mähne machen. Oh nein, das ist zu wild. Okay, ich glaube, wir nehmen einfach den Dutt. Der gefällt mir einfach super gut. Er ist sehr klassisch, aber ich finde, es sieht einfach richtig schön aus. Sehr hübsch. Könnten wir eigentlich auch als Alltagsfrisur geben, ne? Sehr, sehr schön. Okay, müssen wir noch was an ihrem Make-up machen? Eigentlich nicht, ne? Ist eigentlich perfekt. Okay, Leute, es kann losgehen! Oh, ich bin so aufgeregt. Puh, ich hoffe, es geht alles gut. Ich hoffe, dass alle erscheinen werden. Und ich hoffe nicht, dass alles wieder schief geht, wie es immer bei meinen Hochzeiten ist. Oh, es könnte doch einmal alles gut sein, oder? Ein einziges Mal. Okay, wir haben 13.36 Uhr. Ich glaube, ab 14 Uhr kommen die Gäste. Deswegen sollte Abby sich jetzt absolut aufmachen. Sind die Kids bereit? Ja, einigermaßen, ne? Wir starten los mit allen Kindern zu dem Grundstück. Levi, Mike. Nein, die Katze nehmen wir nicht mit. Riley, Ruby. Haben wir alle Kinder? Haben wir 5 Kinder? 4 Kinder haben wir, ne? Ja. Okay. Und los. So, und jetzt möchte ich wirklich sehen, wie Ryan da rauskommt. Ryan, komm mal bitte hier hin. Wo zur Hölle ist hier die Tür? Au, da!
Oh, kommen die da überhaupt noch durch den Vorhang? Anscheinend schon. Hi, Michael! Und wer ist noch da? Wer bist du? John! Ach, das ist die ganze Familie von Levi's Freundin. Könnt ihr euch bitte umziehen? Wir haben formelle Kleidung gesagt. Ich habe eine kurze Frage. Sperrt eure Lauscher auf und hört zu. Ist das Klassik? Ich glaube nicht, Ryan. Ich glaube nicht. Okay. Lautstärke. Nein, stopp. Umschalten auf Klassik. Habe ich gesagt. Puh. Okay. Habt ihr euch jetzt alle umgezogen? Ah, du bist ja wunderschön. Deine Zöpfe. Wow. Kann sich ja mit Cosmo gleich mal unterhalten, ne? Oh, guck mal, die sind sogar befreundet. Das wusste ich gar nicht mehr. Seid ihr schon hier? Warum fahrt ihr nicht mit dem Auto? Ach, wir haben ja nur eins, ne? Hallo, Familie. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? In einer halben Stunde geht die Hochzeit los. Wo seid ihr zur Hölle? Haley! Wir feiern unsere Hochzeit. Was machst du? Hallo, geh. Geh. Wer hat Mike? Wer hat Mike? Hast du Mike? Nimm ihn mit. Nimm. Wer nimmt Mike mit? Nimm Mike. Nimm Mike. Nimm Mike hoch. Los. Mike hochnehmen. Ey, ihr seid unmöglich. Oh Gott, scheiße. Ryan hat Urlaubsgeld erhalten. Okay, okay. Okay, okay. Ja. Okay, okay. Puh, ganz ruhig. Oh, scheiße, wir haben schon 15 Uhr. Jetzt beeilt euch. Wer ist noch nicht im Auto? Auf wen warten die? Riley! Mach hin. Oh, wow, das sieht so schön aus. Wow. Oh Gott. Es wird so eine schöne Hochzeit. Ich freue mich so. Okay, Ryan, du wirst... Oh, er ist voll abgefuckt. Hm. Komm du jetzt mal bitte mit hier hingehen, mit Mike. Was ist Mike da? Bist du irgendwie behindert? Jetzt nimm das Kind. Sie liegt schon wieder auf dem Stuhl. Okay, stopp. Nina, chill jetzt deine Base. Ganz ruhig. Ivy. Ich dachte, guck mal, hätten wir das andere Kleid genommen, hätten wir sogar das gleiche Hochzeitskleid wie Ivy. Super. Oh, guck mal, er spielt hier schon ein bisschen Gitarre, das ist doch wundervoll. Ryan kann hier immer schon mal servieren und hier, ups, nein, auch servieren. Damit die Gäste schon mal einigermaßen hier zufrieden sind. Von der Familie ist jetzt nur Ivy da, super. Ach, Elias ist auch da, ist ja schon mal gut. Könnte der Rest dann auch vielleicht kommen oder? Sind die jetzt, oh, hier ist ein Auto, hallo, olle Karre. Wer bist du? Ach, Rose ist das, ne? Oh mein Gott, ist Rose erwachsen? Ja, ich glaube, sie ist erwachsen. Ach, wie schön. Kannst du dich bitte umziehen? Lavlan hat auch so ein hübsches Kleid an. Wow. Oh nein, es ist das gleiche, was Ruby und Riley haben. Okay, hier ist die Familie. Haley ist auch am Start. Wer bist du? Ellen. Oh, Ellen. Stylo Milo Ellen. Raus, die mal was, ne? Wer ist hier drüben? Alfonso ist am Start. Rose ist da. Ryan in seinem wunderschönen Anzug. Oh mein Gott. Wo ist Abby? Abby, wo bist du? Da ist die wunderschöne Braut. Du musst nicht rennen. Hör auf zu rennen. Hör auf zu rennen. Okay, ich hoffe, dass Ruby sich jetzt auch schnell beeilt, dass sie schnell hier sind, damit alle dann zufrieden mit sich sind. Okay. Levi kann mal zu seiner Freundin gehen. Ich hoffe, sie ist noch ein Teenager. Ja, ich glaube schon. Geh mal zu ihr und küss sie. Ich meine, du hast sie lange nicht gesehen, soweit ich es in Erinnerung habe. Und alle hören ihm gut hier zu. Wo ist Zoe? Zoe und der Rest der Crew? Okay, anscheinend haben die keinen Bock. Hier kommt Mia. Schaut sie euch an. Wow. Ist sie nicht Bombe? Okay, jetzt gerade sieht sie nicht so Hammer aus, aber sie ist wirklich ein Vollknaller. Wirklich. Okay, wo ist Nate? Wo ist der Rest der Crew? Ah, da sind die. Oh. Hi, Nate. Guck mal, die tauchen zusammen auf. Das ist doch ein Zeichen, oder? Okay, die ganze Familie ist da. Wie schön. Die zwei küssen sich jetzt hier. Guck mal, und Ryan steht daneben. Junge, ich hab dich immer im Blick. Ich hab... Oh, ich hab's nicht auf den Schirm gekriegt. Okay, Ryan, am besten machst du dich bereit. Nein, du darfst jetzt nichts trinken. Wir werden jetzt heiraten. Los. Puh. Ich bin wirklich... Ah,
bin so aufgeregt. Okay, Ruby setzt den kleinen Mann einfach hier rein. Ryan? Achso, die ist da drin. Guck mal, sie ist voll scharf auf ihn. Könnt ihr bitte aus dem Weg gehen? Komm, lass uns heiraten. Los. Atom. Yeah. Okay, Abby ist schon ein bisschen orange, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Leute, es wird ernst. Es wird ernst. Abby Müller beginnt sich ein bisschen krank zu fühlen. Oh, das tut mir wirklich leid. Okay, setzt euch alle hin. Setzt euch hin, macht euch bereit. Was ist schon wieder so? Oh, Zoe ist da. Hi, Zoe. Hi. Oh, und sie sieht auch so hübsch aus. Jetzt setzt euch alle hin. Levi, setz dich wieder hin. Wir heiraten jetzt. Oh, nein. Oh, oh, wir sind schon bereit. Okay, okay. Stopp. Ryan, warum? Warum? Ryan, heirate. Oh Mann, geht das jetzt hier schon wieder alles schief? Bitte nicht. Oh nein, er kann da nicht hin. Oh shit. Okay, geh da hin. Und du gehst auch kurz hier hin. Geh hier hin. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, alle miteinander. Es ist alles gut. Kann ich auf diesem Grundstück bauen oder so? Okay, wartet kurz. Okay, Leute, ich glaube, es hat funktioniert. Diese Blumen im Hintergrund waren der Übeltäter. Hayley, halt die Schnauze. Wenn du jetzt nach Hause gehst, ich hau dich. Okay, bis hierhin hat ja alles ganz gut geklappt. Diese Musik ist einfach wunderschön. Ey, Abby, hör auf zu gucken. Es ist dein Hochzeitstag. Yay, Ryan ist bereit. Warum heiratet ihr nicht? Oh Gott. Zoe. Zoe! Oh. Oh. Sie haben es geschafft! Oh. Und guckt euch an, wie ihr alle weinen und schluchzen und sich freuen. Wir haben geheiratet. Okay, wir müssen schnell den Kuchen anschneiden, sonst hauen alle Gäste ab. Oh! Was eine Party. Zu Party, zu Party. Hochzeitsparty ist angesagt. Wow, wir haben wirklich viele Gäste. Ich glaube, das ist die größte Hochzeit. Oh, guck mal, die schmeißen Reis. Aber wir sind leider schon weg. Ach, Levi, du bist so süß. Okay, und jetzt können wir von der klassischen Musik auch absehen. Wir machen jetzt... Oh, stopp! Ich möchte das sehen, wie ihr schneidet. Habt ihr schon geschnitten? Schneidet ihr bitte zusammen? Hallo? Kein Bock? Kein Bock auf euer Leben. Das war zu schnell. Ich war nicht bereit! Naja, egal. Okay, esst euer Stück Kuchen. Oh, was für ein schöner Tag! Okay, und jetzt möchte ich wirklich die Musik ändern, damit alle dann gleich mal dancen können. Okay, wir schalten um auf. Pop! Oh Gott, jetzt gibt's hier wieder ein riesiges Spektakel. Aber ist mir egal. Hauptsache, ich habe ein Stück Kuchen. Also, die beiden haben ein Stück Kuchen. Wuhu! Oh, wer ist das? Ah, Jonas. Hallo, du bist ein bisschen spät zur Party. Hi, Mia. Oh, komm, Ruby. Ach, Riley. Riley, hör auf. Ist einfach kein Kuchen. Geh zu Mia und geh sie mal freundschaftlich begrüßen. Auch wenn sie dir hier die ganze Zeit rumklatscht. Hör auf zu klatschen! Guck mal, sie hat Hunger. Ach, nee, sie muss zur Toilette. Mia, hör auf zu klatschen! Okay, sie hat keinen Bock. Sie hat keinen Bock. Egal. Oh, guck mal, Ruby hat sich schon ein Stück ergattert hier. Das ist auch super. Das ist wieder typisch Ruby. Ach, sie können durch den Vorhang durchgehen. Das ist ja super. Ach, guckt sie euch alle. Ach, guckt die beiden. Wie süß. Die sind Cousins, richtig? Haben sie den gleichen Anzug an? Nein, haben sie nicht. Okay. Mia, du nervst. Du nervst mich wirklich sehr. Ich dachte gerade schon. Wer fährt da? Hey, ihr Säcke. Nur weil ihr keinen Kuchen bekommen habt. Bleibt hier. Ist Nate jetzt auch gegangen? Ne, ist Jason. Tschö, Jason.
Mia genießt noch hier ihren Abend. Ist Nate? Nate ist gekommen, ne? Ja, der ist gekommen. Ich habe ihn noch gesehen. Aber wo ist der denn? Versteckt er sich? Ellen ist natürlich an der Bar. Da ist Nate. Mit dem Großvater in Spe. Schwiegervater? Schwiegergroßvater? Oder so ähnlich. Komm, wir machen ein Feuer. Mach ein... Nein, ein Feuer. Ein Feuer entzünden. Und dann können wir Nate doch hier rüber rufen. Nate, komm doch mal her. Und mach mit. Oh, was für eine schöne Party. Guck mal, hier sind immer so Rosenblätter und so. Oh nein, Ryan hat sie eingepingelt. Oh, irgendwas musste ja schief gehen. Das tut mir leid, Ryan. Egal, macht nichts. So kennen wir dich doch. Sitz am Feuer. Komm, setz dich ein bisschen ans Feuer. Am Feuer sitzen. Oh yeah, an deiner Hochzeit hast du einen bedauernswerten Blasenunfall. Okay, er soll mitmachen. Mitmachen. Bitten mitzumachen. Komm her. Komm, kleiner Mann. Süßer Kerl. Und dann stochen wir so ein bisschen im Feuer und so. Das ist doch so romantisch. Okay, und Hayley, hast du, gibst du ihm den Segen? Geh mal zu ihm und umarm ihn. Auch wenn er sich gerade eingepinkelt hat. Geh mal umarm. Oh nein, Mikey heult. Och, und Levi kümmert sich. Levi, du bist so der beste Bruder auf der Welt. Aber du solltest ihm vielleicht dann auch die Windel wechseln. Genau, sehr gut. Und die Zwei... Wie romantisch. Und dann kommt hier so... Kommt hier so Riley dazwischen oder so. Warte, irgendwer muss dazwischen kommen. Okay, Riley kommt einfach dazwischen und setzt sich auch hier so ans Feuer. Am Feuer sitzt. Hey! Warum? Wollt ihr euch küssen? Geht euch küssen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine super Idee. Wir gehen einfach so hier hinter irgendwo hin. Geht das? Kann man hier hingehen? Kann man hier hingehen? Ah, dann kann sie aber nicht mit ihm da hingehen, oder? Egal, wir küssen uns einfach jetzt öffentlich hier auf der Party. Mach einfach. Das ist doch lustig. Gegen küssen. Mal gucken, was Ryan sagt. Er merkt es wahrscheinlich gar nicht. Wo ist Ryan nochmal? Wer schmust hier hinten rum? Ach so, die beiden. Die da schon. Oh, wie schön. Was für eine schöne Hochzeit. Hayley rennt jetzt hier schnell auf Toilette. Wo ist unsere Frau? Da ist sie ja. Geh sie mal küssen. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit, uns zu küssen. Warte, jetzt machen wir mal ein bisschen hier. Nein, wir machen Songwriter an. Und dann gehen wir mal hier raus kurz. Und sie geht auch hier raus und dann können die beiden mal hier so ein bisschen tanzen hier draußen. Ruby, was ist dein Problem? Musst du Pipi? Guck mal, hier ist die Toilette für Frauen. Geh doch mal hier hin und benutze das Klo. Oh, sie ist auch sehr müde. Abby, gratulieren. Oh, oh Baby, das ist so süß von dir. Seid ihr schon da? Ach nee, da sind sie. So, Ryan, wo bist du? Ah, er steht schon hier. So, und jetzt? Nein, stopp, bleib stehen. Wir wollen doch jetzt hier tanzen. Warum können wir... Hat jemand die Musik Warum? Ah, jetzt. Langsam tanzen. Ja, okay. Was ist noch so passiert? Oh nein. Ivy und Abby sind nicht mehr befreundet. Okay, daran müssen wir... Die Feier von Ryan ist ganz gut verlaufen. Die Gäste waren froh, dass sie dabei waren. Ja, ich fand's super. Also, ich weiß ja nicht, was ihr so denkt. Oh, wir haben gar nicht auf die Schuhe geachtet. Was hat sie für Schuhe an? Darauf habe ich echt überhaupt nicht geachtet. Oh. Wie romantisch. Das nenne ich doch mal wundervoll. Oh, ich habe gar nicht beobachtet, wie Ryan und wie Ruby und Nate sich geküsst haben. Nate, bist du noch da? Nate. Bro. Hat überhaupt irgendwer was von dem Buffet gegessen? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, es sind auch alle schon weg, außer unsere Familie. Ah doch, guck mal, es haben doch welche gegessen. Die Teller sind halb leer. Okay. Ich würde dann mal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle mit dieser wunderschönen Kulisse von den beiden. Wie sie einfach ihr Leben genießen. Und fröhlich sind. Okay, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Und Entschuldigung, dass dieser Part so lang war. Ich weiß, ihr mögt das ja gerne, aber trotzdem. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch zufrieden mit der Hochzeit wart. Ich glaube, das war die schönste Hochzeit, die wir je hatten in einem meiner Let's Plays. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!